Es gibt noch zwei Bereiche. Vielfach heißt es heute, die Fachbereiche Kunst und Kultur kämen in den Unterrichtsprogrammen zu kurz. Wie war das zu eurer Zeit? Und ich schaue euch jetzt beiden tief in die Augen. Wie habt ihr beispielsweise den Musikunterricht erfahren oder nicht erfahren? Von meinem Musikunterricht sprechen da furchtbar. Also das muss ich offen im Rückblick so sagen. Ich weiß nicht mehr, wer Lehrer war, so im Laufe der Schulkarriere, aber keiner hat mich für Musik begeistern können. Im Gegenteil, die Art und Weise, wie der Musikunterricht gegeben wurde, mit Notenlehre anfangen, Notenblöcke auswendig lernen, hat dazu beigetragen, dass ich nie ein Instrument erlernt habe. Heute, glaube ich, hat sich doch einiges verbessert. Ich weiß nicht, wie es vor meiner Zeit war, aber heute tut sich auf diesem Gebiet vieles in Zusammenarbeit mit Völdeka, mit dem Musikverein. Man versucht, den Menschen wieder Lust auf Musik zu machen, und das ist unerhört wichtig. Ich habe sehr bedauert, dass irgendwann im Primarschulwesen das Fach Kunst, Musik abgeschafft worden ist als Pflichtfach. Man durfte es noch punktuell wählen, aber es wurde als Pflichtfach abgeschafft. Wir haben ja über die Rahmenpläne 2008, glaube ich, ist das gewesen, dieses Pflichtfach wieder eingeführt. Es ist unglaublich wichtig für jeden Lebensweg. Nur leider Gottes war der Musikunterricht bei mir, den ich hier erlebt habe, absolut kontraproduktiv. Also er hat mir die Lust auf ein Instrument genommen. Und das bedauere ich heute sehr. Ja, da ist es ein bisschen anders gelaufen. Es muss aber ein paar Unterschiede zwischen den beiden geben. Zuerst Kunst, da erinnere ich mich an nichts mehr von dem, was ich gelernt habe, an die Lehrerin. Es war so eine der beiden Frauen. Die einzige. Und gut, Maria Nelles war ja so etwas mehr jemand, der sich auch durchsetzen konnte. Und sie war so eine schmächtige, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber sie war so eine etwas schmächtige Person. Und da musste sich auch noch bei uns Jungen da Kunst geben. Im Nachhinein tut sie mir wirklich heute noch leid, mit dem, was wir so alles mit ihr angesteckt haben. Ja, und Musik war für mich etwas ganz Außerordentliches als Erlebnis. Ich habe was Bleibendes da behalten. Ich kann heute noch Blockflöte spielen. Das ist auch das Einzige, was ich spielen kann. Und das war natürlich Johannes Pjett. Johannes Pjett, ein außerordentlicher Musiker, dem man es dann angetan hat, Jahre oder Jahrzehnte lang sein Brot mit Unterricht verdienen zu müssen. Das ist wirklich eine Schande an der Menschheit, denn er war wirklich nicht derjenige, der dafür geboren war. Er war ein begeisterter und ein begeisternder Musiker. Aber wenn er dann hoffnungslos da vor den Schülern stand und es klappte einfach nicht, denen was beizubringen, er mit der hervorragenden Kunst, die er besaß, dann war das schon fast Menschenquälerei, was den Lehrer betrifft. Ich kann bestätigen, dass Johannes Pjett diesen unglaublich interessanten Ruf hatte. Ich habe leider nicht mehr das Glück gehabt, ihn als Lehrer zu erleben. Zwar als Nachbar, er hat bei mir ganz in der Nähe Gartenweg Bahnhofstraße gewohnt, aber leider Gottes habe ich ihn als Lehrer nicht mehr erleben dürfen.